Ist gar nicht so einfach, das Spiel, ne? Also wirklich nicht, ne? Aber er müsste doch trotzdem laufen, oder? Ich bin tot. Der geht nicht aus dem Schlafzimmer raus. Wer? Der Pierre. Wir können nichts kaufen, weil der bleibt in seinem Schlafzimmer da oben. Ich bin tot. Man kann nur bei ihm kaufen, ne? Können wir nichts bestellen? Gibt's hier keinen. Ne, Joja fällt aus, aber. Gibt's hier denn keinen Online-Shop? Wie ein Staxel? Amazon. Ja, ja, eben. Hallo Pierre. Siehst du den? Bei mir ist der nämlich oben im Schlafzimmer. Ja gut, das ist halt blöd, ne? Da müssen wir doch bis morgen warten. Jules, das hättest du aber mal besser vorbereiten können. Ich hab's noch gesagt, weißt du? Immer der komische Jules. Ach, was ein Typ, ey. Ne, die dumme Sau bewegt sich nicht. Na, geil. Gut, machen wir auf 22 Uhr. Können ins Bett gehen. Alles muss ich selber organisieren. Morgen ist wahrscheinlich wieder Mittwoch. Dann hat er wieder zu. Ach, wir werden nie reich. Wo muss ich eigentlich immer alles machen? Weil du der Ältere bist. Ja, und? Habe ich da nicht das Recht, mich irgendwo hinzugammeln und mit nichts was zu tun zu haben? CDU zu wählen und alle anderen schuldig zu sprechen? So. Ich bin schon mal im Bett. Ich mach nur Mayonnaise und Käse voll. Sind die Cheater mal reingefallen? Hallo? Konnte ja auch keiner ahnen, oder? Funktioniert halt nicht. Scheiß Mod. Oh, Gewächshaus kommt. Oh, ich will schlafen. Penner. So, guck mal hier. Schön, die Bockmilch, die geschlagene. Da soll nur einer sagen, wir würden nicht reich. Halt die Fresse, Kugel. So. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Hallo Jules, ich verkaufe jetzt hochwertigen Dünger und neue Nutzpflanzen. Bis bald, Pierre. Ach jetzt, schreibt er uns, weiß er doch auch einen Tag vor. Ich verkaufe jetzt hochwertige Piers. Brauchen wir eigentlich jetzt im Gewächshaus so? Ja, da kann man doch bestimmt Dinge machen, oder? Vielleicht im Winter auch pflanzen, ne? Ja, vor allem können wir da was reinpflanzen, ja, das stimmt. Wir werden so reich, Fussel. Ja. Ich sehe das kommen. Eine Kirsche. Und eine Aprikose. Aber sag mal, habe ich hier nicht noch einen Baum hingestellt? Im Gewächshaus könnt ihr die uralte Samen und die seltene Saat anpflanzen. Haben wir da Samen für? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt an, wann macht ein Pierre auf? Der Baggerloot. Oh, ich habe eine geheime Notiz. Kannst du auf der Map sehen. Wenn du dies lesen kannst, komm zum Geheimwald. Bitte bring Ahornsirup. Schon wieder? Haben wir das denn schon gemacht? Ja, mit dem Bären, oder? Was für ein Bären? Ich hab Ahornsirup. Geh da mal eben hin, ich geh mal eben gucken. Also ich muss eh warten noch eine Stunde, bis Pierre aufmacht. Was macht man jetzt mit dem Blumenkohl eigentlich? Der ist ja immer noch nicht gepflanzt. Jules, du machst mich fertig, ehrlich. Hier ist schon wieder was mit einem Bären. Ich habe eine Zwischensequenz. Bitte? Dieser Geruch kommt her. Hallo, Mr. Pets, nicht beißen. Ich habe mir nicht jeden Tag die Gelegenheit, mit einem Menschen zu sprechen. Siehst du aus, als hättest du etwas Waldmagie in dir. Ja, es ist... Nee, ja.
Also dann, zu meiner Notiz. Hast du es mir mitgebracht? Mhm. Hier, bitte. Das ist ein Chunky? Oh, dieser Duft, das riecht so süß. Es ist meine Lieblingssoße, die macht mich sehr glücklich. Ich denke ja an Junkie. Ich gehe zu Pierre. Jules, jetzt kümmere dich doch mal. Du hast heute einen neuen Freund gefunden, Fidelpi. Juhu, ein Freund! Jetzt komm mir nicht so nah, ich habe Angst vor Bären. Ich habe etwas Besonderes, das ich dir zeigen wollte. Hm, so fängt das immer an. Und dann sitze ich heulend unter der Dusche. So, was brauchen wir denn, Fussel? Der Bär hat dir besonderes Nacken. Wissen vermittelt. Jules, kauf! Lachsbären und Brombeeren sind jetzt dreimal so viel Geld wert. Lachsbären und Brombeeren. Hm. Au! Jules, du schaffst das schon. Komm. Ich habe übrigens eine geheime Notiz also so gefunden. Richtig, so richtig investieren soll man auch. Ja, ja, wir wollen doch Geld verdienen, ne? Oder? Dann mache ich von allen 20, was der Pierre gerade verkauft. Ja. Bei den Bäumen, na gut, da weiß ich halt nicht. Das ist halt, ne? Außer Blumenkohle haben wir ja schon 18 ist lang dann, denke ich. Kannst ja auf 2 auffüllen. Auf 2 auffüllen. Haben wir noch Bohnen? Also, ne? Und Pastinaken können wir ein paar mehr kaufen. Die sind wieder so 20. Kosten nur 20. Noch eine geheime Notiz. Was ist denn los heute? Granatapfelbaum braucht ihr noch. Ich habe jetzt von allen Saat habe ich jetzt was außer Reisspross. Was spricht gegen Reis? Mache ich jetzt noch. Granatapfel setzen, den kostet 6.000. Hm. Das Leben ist teuer. Ja, aber wir brauchen ihn ja. Da kommen wir ja nicht drum rum. Also bin mir auch mit dem Apfelbaum noch nicht so sicher. Haben wir wirklich einen Apfelbaum? Kann man das nicht erkennen? Was ist das hier für ein Baum? Ich sag ja, du musst dir das alles aufschreiben. Habe ich bei Staxi jetzt auch. Ich habe mir echt aufgeschrieben, wie viele Bäume ich wovon habe. Hoffentlich habe ich das nicht weggeschmissen. So. Granatapfelsetzling nehme ich jetzt einen mit. Den haben wir definitiv noch nicht. Mm, ja. Gut. Apfelsetzling? Ja, komm, nimm mal einen mit. Wir brauchen ja eh mehrere Äpfel. Okay. Hast du jetzt alles gekauft? Also Pastinaken, Bohnen, Blumenkohl, Kartoffeln. Alles. Grünkohl, Knoblauch. Reisspross. Von allen 20 und von Pastinaken 40. Alles klar. Was ist das für ein Katalog hier? 30.000? Was? Blumenstrauß 200. Hm. So. Habe ich eigentlich schon Müll gesammelt? Nee. Also drücke ich mich vor dieser blöden Gartenarbeit, weißt du? Oh, ich habe eine CD gefunden. Wir sind reich. Bestimmt eine Steuer-CD. Kataloge sind zwar teuer, aber dafür kriegt man alles, was drin ist, dann umsonst. Die Frage ist nur, was ist da drin? Es ist und bleibt ein Rätsel. Naja, wenn wir erstmal Jules verkauft haben, also in Teilen, dann können wir uns das leisten. Eben. Hey Sammy, willst du ein bisschen hier bleiben? Wieso, willst du kuscheln oder was? Schlafen ist ja ganz schön, aber manchmal wünsche ich könnte es überspringen. Es ist einfach so eine Zeitverschwendung. Böden, Tapeten in dem einen, Möbel in dem anderen. Hat der gerade gesagt, schlafen ist Zeitverschwendung? Verstehe ich nicht. Also,
Komische Type. Wirklich. Dass der aber nicht sagt, dass sein Vater zurückgekommen ist, ne? Kein Freudenstrahl, nix. Ich hab Seetang gefunden. So, da soll noch mal einer sagen, dass wir keine fette Ausbeute hier. Muss ich überlegen, ich brauche ein zweites Feldwurzel. Ja. Wo ist die Sense? Alles weg hier, alles weg, alles weg. So. Also kann man nicht sagen, ich würde gar nicht helfen, weißt du? Vier, macht zwar nicht viel, fünf, aber. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Also ganz 10, schön anstrengend, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brauchen wir kurz eine Vogelscheuche. Hallo. Hab ich. Ich hätte fast eine, aber ich weiß nicht, wie die greifen kann, weißt du, deswegen. Dafür musst du mit Sam befreundet sein, was? Bin ich nicht mit Sam befreundet? Ich hätte dem ja auch eine Cola geben können, weißt du? Ich habe ja genug Cola dabei. Ich weiß ja, die trinkt er ganz gerne. Der einen süßen. Ein süßer? Mhm. So. Schon wieder so eine geheime Nachricht. Was? Also das ist die Brücke, würde ich behaupten. Das ist irgendwas in der Nähe und das hat irgendwas mit Mond zu tun, aber das wäre doch 12.40 Uhr, ne? Also Mitternacht 40. Vogelscheuche 8x8. Machst du da drunter noch eine Reihe? Ja. Noch eine Reihe? Ja, und dann da, wo die Vogelscheuche ist, quasi. Das würde ich sagen. Okay, irgendwas geht hier nicht. Was das soll heißen, dass ich nachts um 1.45 Uhr bei dem Busch schüttel? Dann falle ich doch um. Was? Was machen wir denn hier in der Ecke? Ich kann da nichts, weißt du? Das geht nicht. Na gut, dann halt nicht. Brauchst du noch eine Reihe? Normal nicht. Oh. Hier ist übrigens eine Lücke. Stellen wir die Bäume hin? Ja, lass genug Platz, aber so in dieser Reihe vielleicht irgendwie. Nur so, genug Platz lassen. Hier. Nee, hier, da, wo die beiden. Die beiden sind ja schon, ne? Das sind eins, ja Fruchtbäume zwei, hier. 1, 2, 3, 4, 4 Platz. 1, 2, 3. Mach's richtig, Jules. Mach's richtig. So. Ich weiß nicht, haben wir diesen Baum hier gepflanzt? Aber 1.45 Uhr, ne? Das ist doch, um 2 Uhr ist doch Pennymatz. Ist doch schlecht. Dann verliere ich ja wieder was. Dann werde ich ja wieder angegrabbelt von irgendwelchen Joja-Mitarbeitern. Da habe ich aber schon ein bisschen Angst vor. Dann gehe ich halt ins Bett.
Ja, aber ich weiß ja nicht, ob das am Ende wieder was wird. Nicht, dass mein schönes Schwert wieder weg ist oder so. Du weißt ja, wie das Spiel ist. Gemein. So, ich räume schon mal auf. Oben war eine CD. So. Hier war Holz. Noch mehr Holz. Mahagoni-Samen. Hans Harz. Ich habe übrigens noch eine gemischte Saat gefunden. Kann ich dich damit irgendwie glücklich machen? Der Jules redet auch nicht mit jedem, habe ich das Gefühl. Nein, habe ich doch gesagt. Du kannst mich damit nicht glücklich machen. Achso, das Nein ist hier nicht angekommen. Es ist das Fischding auch schon voll. Müssen wir mal ein paar Fische verkaufen. Ich weiß nicht, brauchen wir die Nautilus-Muschel oder sowas? Muscheln brauchen wir eigentlich gar keine mehr, ne? Wenn man es so sieht. Weiß nicht, wofür haben wir die denn gebraucht? Fürs Gemeindezentrum. Ach was. So. Will die irgendjemand als Geschenk haben? Artefaktmix weg? Weiß ich nicht. Das legen wir hier rein. Gut, Fussel ist wieder. So, ich wäre soweit. Warte mal, ich lege mal meine Sachen weg, ne? Nicht, dass ich ja, wieder irgendwas mal verliere. Außer Geld. Ich gehe da mal eben hin, ne? Kohle, Kohle. Ja, ja, und um 1.40 Uhr gehe ich ins Haus. So, jetzt haben wir 1 Uhr. So, hier ist Brücke, ne? Dass du die Sachen nie so schnell findest, wie du sie brauchst, ne? Guck mal. Oh, Haus, Haus, Haus. Bin drin. Da ist aber nix. Und jetzt pennt die Pfeife ein, weißt du? Die Zeit bleibt übrigens nicht stehen. Ne? Echt, ne? Mhm. Sammeln Stufe 7, neues Herstellungsrezept, Baumdünger, wilde Saat, Teleport, Tote im Berge. Steht da ein Datum bei? Meinen keins gesehen zu haben, ist mir nicht aufgefallen, aber. Warten auf anderen Spieler. Ja, ich habe nur geguckt, was wir verkauft haben. Verstehst? So. So. Ach, ist das schön, die Felder düngen zu müssen. Geheime Notiz, 21. An dem, also der Busch war richtig, ne? Wer von euch hat jetzt 1.45 Uhr gesagt? 0.40 Uhr, Kinders. 0.40 Uhr. Hm? Schrödingers Shit. Bitte. Ja, ist ja auch eine analoge Uhr, das muss man dazu sagen. So, Radieschensalat. Schöne, gepfefferte, aber das, du weißt bereits, wie man Radieschensalat macht, wollte ich doch sagen. Wann gibt's denn Radieschen? Schau mal. Letzte Nacht hat sie ein Joja-Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Sanitäterteam wurde losgeschickt, um sie sicher nach Hause zu bringen. Hat ein Tausender gekostet. Wow. Hm. Hatte die Brille nicht auf, siehste? So geht das los. Halt die Fresse, Niklas.
So. Einmal alle Hühnchen geknuddelt und dann sammeln wir mal schön die Eier ein. Und Maite ist, traut sich nicht raus, aber ich habe eine Entenfeder. Wo musste die nochmal hin? Gemeindezentrum. Aber wo? Ein schwarzes Brett. Ich düse mal eben hin, ne? Ja. Schwarzes Brett. Darf, ist das politisch überhaupt noch korrekt? Ich würde jetzt sagen, nein. Alles klar. So. Ich möchte mal sagen, auf Anhieb. Also, wir brauchen Sonnenblume und Rotkohl. Mohn, Straußenpfand, Trüffel. Money, money, money. Drei Äpfel. Drei Äpfel? Haben wir die Wein, Hasenpfote und Granatapfel. Nee, ich habe noch keinen Apfel gesehen. Ne? Aber auf der einen Seite ist das schon ganz hübsch. Achso, ich habe ja meine Sachen alle weggetan. Ne? Nicht, dass mich dieser Joja-Mitarbeiter auch noch beklaut, weißt du? Wir wissen ja, wie sie sind. Frechheit. So. Die... Wir müssen das wirklich mal sortieren, habe ich das Gefühl. Meinst du? Aber ich habe keine Lust auf Sortieren. Weißt, ich mache das schon in anderen Spielen immer. Ne? Ja. Will nicht immer sortieren. Achso, ich brauche ja meine Sachen noch. Sortieren ist langweilig. Echt? Ja. Warte mal, wir können es auch richtig machen. Ne? Womit fange ich denn eigentlich? Was ist eigentlich das Sinnvollste? Komm, wir machen mal Schwert. Dann machen wir das. Dann machen wir das und das und das. Und dann das. Was hat denn hier? Ein Holzhammer. Alles klar. Darf ich dich mal anfassen? Meine Yoga Cola. Wobei ich. Rummelst du an den Hühnern rum? Nein. Ekelhaft. Brauchen ja noch Wollefussel. Soll ich mal hoch zu Robin und mal fragen, was so ein tolles Haus, Luxusstall kostet? Naja, frag ruhig mal nach. Dann kann die wieder um 6 Uhr anfangen zu hämmern, weißt du, die bekloppte Nuss. Lauch gefunden. Hier mit? Können wir was raus kochen bestimmt. Robin, wir sehen ja daheim. Öffnet das um 9. Das ist ja gleich. Robin. Hofgebäude errichten. So, ich habe eine neue Aprikose gefunden. Oh ja. Oh ja, Luxushühnerstall. Oh. Können wir uns den nicht leisten? 20.000 G, 500 Holz, 200 Stein. Wobei... Achso, nee, warte mal, das war der Luxushühnerstall. Der Luxusstall kostet 25.000 G, 550 Holz und 300 Stein. Das ist ja günstig, war ist ja fast ein Schnäppchen. Und schaltet Schafe und Schweine frei. Na gut, wir brauchen den, da kommen wir nicht drum rum, ne? Ja, wir haben kein Geld aktuell. Jules, ich nehme jetzt ein Messer. Ja, was willst du denn zuerst abschneiden? Arm? Beine? Nö, wir kümmern uns gleich um die inneren Sachen, weißt du? Wir gucken mal, wie wertvoll du innen bist. Ich brauche noch jemanden, der hier sich um die Hofarbeit kümmert, weißt du? Deswegen kann ich dich noch nicht so ganz verteilen. Also fangen wir vielleicht doch erstmal mit dem Nierchen an. Hm? Okay. Kostet ja nichts, brauche ja kein Nierchen. Ach, eine reicht. Ich lasse dir eine drin, weißt du? Für den Anfang. So.
Du musst da auch nicht so dran hängen, weißt du? Nein, es gibt Dinge, da muss man nicht dran hängen. Nee, eben. Ja, du hast ja nicht umsonst zwei Nieren. Da hat sich Gott ja schon was bei gedacht, weißt du? Aber wir haben Gelee bekommen. Ein Gelee? Es gibt Geld. Das Gelee. Halli, Fresse, Niklas. Ist der schon wieder laut? Ja. Immer das Gleiche mit dem. Mit der Ach ja, wir hätten ihn kastrieren müssen. Wolltest du ja nicht. Eigentlich wollte ich das schon, aber. Ja, immer viel zu haben. Aber du sagtest ja, wir müssen dafür einen Tierarzt aufsuchen. Ich sag, das geht auch so. Rostige Säge ab ist, weißt du? Schnipp, schnapp. Oh, hier kann man viel Holz ernten. Viel Holz. Wenn ich den Dreck da unten sehe, da bin ich ja fast geneigt, da mal aufzuräumen, weißt du? Aber man kommt nicht hin. Komm, Niklas, du schreist so förmlich danach, dass es dir mal auf den Schwanz dreht. Habe ich eigentlich schon Mülltour gemacht heute? Nee, ne? Ich habe schon mal ein paar gemacht. Und? Nix gekriegt. Vielleicht guckst du nicht tief genug. Du musst ganz unten gucken. Meistens verstecken die was. Ich habe zum Beispiel gerade irgendwo einen Amethyst bekommen. Oh. Da schmeißen sie was weg. Ein Schleim. Ich habe eine gemischte Saat, soll ich die gleich einpflanzen? Ja, wir können auch sammeln, wenn du möchtest. Ich weiß ja nicht, wie lange die so vor sich hin wächst. Weil du ja nicht weißt, was drin ist. Naja, aber ich... Ja, gemischte Saat. Gemischte Saat können wir ja im Sommer und im Herbst und im Winter abpflanzen. Eben, dann lass uns wieder sammeln. Und ich habe jetzt 83 Mal geplant. Das muss ja reichen, da kommt doch bestimmt irgendwas raus. Irgendwas Wichtiges. Schafe gehen mir voll gut auf die Eier, ne, muss ich sagen. Was für Schafe? Ziegen. Wieso sind nicht so deins Ziegen? Ja, das Geräusch. Naja, wie Ziegen halt so sind, ne? Sehe ich nicht. Ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, was sie so von sich geben, aber. Hi. Oh. So. Gibt da mehr Schönes? Damit die Kunst des Angelns in Vergessenheit gerät. Ich zahle 150 G an jeden Angler, der Kaulbarsch mal 3 fängt. Für 150 G. Nee. Habt ihr jetzt noch einen Apfelbaum gepflanzt? Ich meine, der Jules hätte das gemacht. Morgen hat übrigens Ken Geburtstag. Was will Ken? Das weiß ich nicht. Steht wahrscheinlich gar nicht auf der Liste, oder? Weiß ich nicht. Nee. Er hat nur diese Liste wieder gemacht. Die haben wir gesehen. Aber es gab kein Kind. Narzissemager, glaube ich. Kind ist mir halt nicht aufgefallen. Was soll ich machen? Warum ist der auch nicht von Anfang an dabei, weißt du? Immer diese Spätzünder. Ich war im Krieg. Weißt du, so eine unsinnige Ausrede. Er lässt seine Kinder alleine, nur um in den Krieg zu gehen. Wer ist denn so bescheuert? Ich würde Merkel sagen, die kann ihren Krieg alleine führen. Dann würde ich sagen, du alte Punze, geh da selber hin.
Ja, wenn du dich mit Putin streiten willst, dann mach das, aber nicht auf meinem Rücken. Ich habe da keinen Bock drauf. Meine Kinder sowieso nicht. Da halte ich das wie Reinhard May. Meine Kinder gebe ich nicht her. Und das ist jetzt für mich nicht relevant, weil ich habe keine. Aber